So, hallihallo, heute wieder ein tolles Thema rund um das Thema E-Bike. Heute fokussieren wir uns einmal um das schöne Thema Computer. Dieses tolle Ding hier, was darstellt. Da gab es nämlich viele Fragen. Hör mal, Ronny, kann ich, wenn so ein Ding verloren geht oder wenn ich das tauschen möchte, muss ich dann alles neu programmieren lassen? Und was ist mit meinen Kilometern, die ich gefahren bin? Geht das alles verloren? Ist da drin eine Festplatte? All das werden wir jetzt klären, denn das ist total simpel und einfach. So, viel Spaß in der Folge. So, der charmante Vorteil, den wir haben, wir nutzen das E-Bike von meiner bezaubernden Freundin und natürlich mein Highbike. Ja, das eine hier ist ein Pegasus, also das Damenrad Elektro, und das andere ein Highbike Herren Elektrorad E-Bike, beides E-Bikes. Und ja, wir haben beim Kauf darauf geachtet, dass die beiden Vehikel hier nahezu identisch sind. Denn dann haben wir den charmanten Vorteil, machen wir auch noch ein extra Video zu, das Thema Akku. Wenn die dann gleich sind, kann man die untereinander tauschen. Das heißt, ich würde dann reintrampeln und dann, ne, Gentleman-like, mein Akku natürlich dann der Freundin geben, dass sie dann adäquat weiterkommt. Ja, Thema technischer Defekt. Also es gab viele Fragen, hör mal, Ronny, wie ist die Fehlerquote? Gibt es da irgendwie Probleme? Also hier sind überall Käbelchen dran, das ist nun mal Technik. Inwieweit diese Systeme besser sind als bei anderen Herstellern, dazu werde ich natürlich nicht sagen, denn dazu habe ich auch keine Werte. Aber Rappelpisten, Wald, Trekkingrouten und. Also das Ding hier, ne, von meiner Freundin, das Fahrrad ist jetzt 5 Jahre alt, das funktioniert. Also machen wir uns nichts vor. Display ist sauber, wir machen sie auch mal jetzt hier direkt an. Auch dahingehend gibt es dann nochmal ein Video zum Thema Bildschirm, wenn ich jetzt hier starte und drücke. Es gibt ja die Modis, bei mir geht jetzt sofort das Licht an, bei dem Pegasus nicht. Also eine Einstellungssache. Und ja, der Vorteil ist, jetzt kommen wir nämlich dann auf das Thema Tacho, beziehungsweise so wird das Ding ja gerne genannt. Man kann es ja einfach abnehmen. Die Empfehlung ist halt, vorher immer den Power-Knopf zu drücken und halt wirklich dann alles auszuschalten und nicht einfach rausziehen. So. Die Frage, die kam, Ronny, was ist mit den Kilometern? Ja, ist eine super Idee. Ich hau mal eben raus. Also hier oben, das hier, dieser Bildschirm, ist eine reine Darstellung. Und zwar eine reine Darstellung von dem, was das System hier unten gespeichert hat. Das heißt, alles an Informationen, Performance und was alles dazugehört, ne, kommt von hier unten. Das heißt, der Computer von diesem herrlichen Motor hier unten sendet das Signal hier hoch und sagt dem hier oben, was er anzeigen soll. Das heißt, es ist einfach nur eine Darstellung von dem, was da unten kommt. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen jetzt in die Info, gucken Strecke gesamt, haben wir jetzt hier 1592 Kilometer. So, wir machen den Bordcomputer aus. Ne, man sieht, also ihr seht auch, man kann den auch mit einer Hand abmachen und legen den jetzt hier auf mein Fahrrad und machen den hier aus, nehmen den von meinem Fahrrad und schmeißen meinen Bordcomputer hier dran. Wie ihr seht, wow, das passt sofort. Ja, denn ich habe mich vorher grundlegend informiert. Und ihr seht, jetzt ist es umgestellt. Also, komisch. Hä? Ja, na klar. Denn es ist ja nur eine Darstellung. Also das, was vorher da drüben angezeigt wurde, ist nicht das, was jetzt hier angezeigt wird. Denn dieser Bordcomputer hier gibt einfach nur das wieder, was der Computer hier unten sagt. Also es ist einfach nur eine Darstellung. Jo, damit hätten wir schon mal die Frage beantwortet. Das heißt, alle Daten, die ihr hier oben einpflegt, werden hinterlegt. Und das heißt, wenn ihr mal einen neuen braucht, also einen neuen Bildschirm, dann
müsst ihr natürlich gucken, dass ihr dann adäquat den gleichen Bildschirm bekommt. Wie kriegen wir das hin? Also, ne, wie gesagt, klare Empfehlung, macht vorher immer aus. Und dann nehmt ihr den Bordcomputer ab. Also auch dahingehend, jetzt habe ich ja eine Kamera Hand und eine frei, damit ich arbeiten kann. Besser ist es natürlich, mit zwei Händen zu arbeiten. Also, ihr habt hier drauf eine Modellbeschreibung und eine Nummer. Und genau mit den Sachen müsst ihr arbeiten und im Internet oder halt selber über Bosch. Es gibt natürlich dann auch andere Händler, die das anbieten, dann so einen Bordcomputer erwerben. Also den gleichen, damit das funktioniert. Du kannst natürlich nicht einen anderen Bordcomputer einer anderen Firma, jetzt in der Theorie, vielleicht gibt es ja doch irgendwas Chinesisches, was das irgendwie kann, aber nach meinem Kenntnisstand jetzt, und ich bleibe halt auch der Linie treu, wenn ich jetzt hier Bosch habe, dann will ich auch wieder Bosch drauf haben, denn dieses Stückchen, die eine mit der anderen und dann kommunizieren die nicht richtig, dann funktioniert das nicht richtig, das sind alles Nerven, die man nicht braucht, dementsprechend bleibe ich der Linie treu und koche nur eine Suppe und fahre nicht mit zwei Suppen, wenn man es so genau nehmen kann. Und ja, man muss halt gucken, dass ich dann halt wirklich die Modellbeschreibung hier 1:1 dann in meiner Kaufstrategie beachte, damit es keine Probleme gibt. Das heißt hier, ihr seht ja die Nummer, wir nehmen jetzt mal meinen, also das ist ja der von meinem Fahrrad. Und wir nehmen jetzt den ursprünglichen von dem Pegasus, also Pegasus links und meiner rechts. Also wichtig und kriegsentscheidend ist die Nummer, die oberste Nummer, die 1270-020-909. Gleiches Spiel hier, 1270-020-909. Und in der Summe sehen die gleich aus, natürlich. In der Summe ist die Größe gleich, die Passform hinten, weil die Seriennummer die gleiche ist. Es gibt natürlich auch dieses Stückchen, na klar, das Produkt hier von Pegasus wurde natürlich früher hergestellt. Das hier kam später auf den Markt, denn mein Fahrrad ist ja auch jünger. Aber genau deswegen müsst ihr darauf achten, dass diese Seriennummer stimmt, die Modellnummer, dass ihr wirklich dann den gleichen Bordcomputer habt. Joa, also machen wir den Pegasus wieder drauf. Und beziehungsweise auch wieder ab. Und wir nehmen jetzt nochmal den Pegasus und machen den, um zu verdeutlichen, dass das passt, hier drauf. Also da gibt es auch, da war eine Frage, ob es dann irgendwelche Probleme gibt mit der Connection. Also ob man den dann auch adäquat drauf bekommt. Ja, und auch adäquat wieder ab. Also da gibt es halt keinerlei Probleme. Das Einzige, was man merkt, ist, dass der hier leichter drauf geht, weil halt das Fahrrad schon öfter benutzt ist und der hier ein bisschen schwerer drauf geht. Aber nicht so schwer, dass es in irgendeiner Form Probleme macht. So, das heißt auch hier das Stückchen, ne, kann keiner sagen, aber Ronny, Strecke gesamt, wir sind jetzt hier bei 1026 Kilometer, machen das Ding aus, packen meinen Bordcomputer an die Seite, nehmen den vom Pegasus, zack, und jetzt, wenn er genau darauf achtet, zeigt er ganz kurz den alten Kilometerstand von dem Fahrrad hier an. Das ist mir gerade aufgefallen. Wir gucken eben, gucken wir drauf. 1500, habt ihr gesehen? Ne? Hat er ganz kurz angezeigt, aber hat dann gemerkt, das ist ja gar nicht mehr das Fahrrad, sondern jetzt haben wir hier was Neues, was ich darstellen darf, nämlich diesen schöne Highbike hier. Da gibt es auch eine schöne Folge zu, packe ich euch in die Infokarte und zack, haben wir die 1026. Also gerade mal eingefahren. Jo. Wie gesagt, in der Darstellung hier hat sich dann auch in den Jahren nichts geändert. Das war auch eine Frage. Das heißt, auch da ist alles nahezu identisch. Das heißt, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr das Modell natürlich dann dementsprechend gleich kauft. Es gab eine Frage, ob ich dann irgendwie was kombinieren kann. Da sage ich ganz klar, müsst ihr euch an den Bosch Support wenden, ob es da irgendwie eine Alternative gibt. Aber mein Kenntnisstand ist, Gleiches auf Gleiches.
Also du kannst jetzt hier nicht, so ist mein Kenntnisstand, einen anderen Bordcomputer von Bosch draufballern, der von der Halterung, das würde ja gar nicht gehen. Aber dann sage ich ganz klar, müsst ihr Bosch kontaktieren. Die Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Jo! So, dann bringen wir die beiden Radl wieder in den Ursprungszustand. Und ja, jetzt werden ein paar sagen, Ronny, das ist Korinthenkackerei. Du kannst den Bildschirm auch so abnehmen und du brauchst den gar nicht ausmachen. Aber ich denke immer wieder an das Stückchen. So ein Computer hat auch ein Herz. Einfach runterfahren, das ist kein Hexenwerk. Dran machen und wieder hochfahren. Ist wie beim Auto, ruhig Zündung an, Steuergerät durchlaufen lassen. Das heißt, wenn die Lämpchen an sind, noch kurz warten, gehen die Lämpchen, die Kontrolllämpchen aus. Dann starten. Das habe ich zumindest damals so gelernt und kann es halt bis heute einfach nur mitgeben. Ja, es ist kalt. Das heißt, das Schöne ist, man kann bei diesem schönen, herrlichen Wetter, ist es natürlich immer schwierig, Fahrrad zu fahren. Da muss man sich ordentlich einpacken. Lieber zu warm als zu kalt. Aber man kann natürlich dieses herrliche Wetter nutzen, um dann auch so ein schönes Video zu machen. Das heißt, dieses Stückchen im Winter überbrücken. So, und denke mal dran, wenn es kalt ist, könnte es auch glatt sein. Dann ist es mit so einem Drahtesel natürlich sehr, sehr gefährlich. Somit allzeit gute Fahrt und bleibt gesund. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ach so, jetzt packe ich euch 4 Abspannkarten rein. Also 1, 2, 3, 4. Und dann könnt ihr draufklicken und in die nächsten Videos reinschauen. Viel Spaß. Tschüss, tschüss.